Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Wir erreichen die Haltestelle Moritzplatz in 5 Minuten. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Nicht weiter auf deine Mund. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay. Und los geht's. Vorsicht. Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Wir öffnen das Feuer, wenn Sie sich widersetzen. Runter! Sofort runter! Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer! Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie.
Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volker. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Nicht unser Mann. Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Mir nach. Eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist Ihnen gefolgt. Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus' Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Ich wohne gleich über den Platz da drüben. Ich brauche mehr Zeit. Wir waren auf dem Heimweg. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich bleibe heute Nacht bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall.
tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für Sie. Kommen Sie jetzt raus! Ich bitte Sie nicht... Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Nicht von Bildern. Sie werden gesucht. Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Nicht, dass sich wer gesehen hat. Folge mir. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Park ist gleich voraus. Bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Bell, Augen auf Kraus. Der Aktenkoffer ist sicher. Ich hatte mich die ganze Zeit bei mir. Wo und wann? Ja, ich kenne
Schlüssel auf. Ich bin vorsichtig. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Weizen. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Wie lange arbeiten Sie schon dort? Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuche es zu finden. Bill, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Aber ich fürchte, sie haben sich... Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich finde meine Decke nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. War ja klar. Papa, ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Papa, bist du das? Hm.
haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße! Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Wir machen es leicht. Du willst nicht, dass ich mein Spielzeug auspacke? Ich frage nochmal, für wen arbeitest du? Hintere Jesna. Und was verschafft mir plötzlich die Ehre deiner Aufmerksamkeit? Perseus zahlt mir ein Vermögen, um seine Waren aus Europa rauszubringen. Ich wette, er zahlt mir sicher noch viel mehr für deine Leiche. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen. Aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, Stutterkopf! Endlich. Bell, im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin.